Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate General Dreadnought. Wir setzen unseren Sch Forschungsdrang weiter fort. Und die Modernisierung unserer Schlachtschiffe? Gar nicht. Guck mal, der große Krieg läuft weiter. Portugal würde gerne nochmal drei Kreuzer haben. Na, wir warten erstmal ab. Wir wollen erstmal unseren kleinen Schlachtschiff da im Dienst ist. Das wäre mal spannend. Und es geht aber lange. Jetzt geht's aber lange. Die wollen modernisierte Unsinkbars haben. Kriegen sie nicht. Wir geben wieder ab. Ach, verdammt, ich hätte mich noch mit. Das wird ja nur gut stellen können. Haben 29 Schlachtschiffe, 66 Kreuzer, 77 leichte Kreuzer, 100 Zerstörer und 100 Torpedoboote. Insgesamt 370 Schiffe. Okay, wir werden auf der Pressekonferenz gefragt, wie uns um Kampffähigkeiten steht, der Flotte steht. Wir werden natürlich, wir brauchen mehr Geld von der Regierung. Eindeutig, ne? Mittlere Schornsteine, sehr schön. Zerstörer bis 1000 Tonnen. Na, ich bin nicht so überzeugt. Bei den U-Booten. In 5 Monaten haben wir das nächste. Dann gehen wir hier mal weg. Dann gehen wir einmal auf Geschützlayout. Und wie sieht es hier aus? 9%. Da sind wir recht gut bei. Da sagt er auch nicht, wie lange das lange dauert. Gehen wir mal auf Turmmechanismen. Genau. Wir geben ab. Aber so wenig. Gucken wir mal gleich. Nee, wir mischen uns im Prozess nicht ein. Okay. Wir entschuldigen uns bei den Briten, dass es da Ärger gab, dass wir eine Überübung ein Schiff versenkt haben von denen. Was sagt unsere Nachrüstflotte? So, Schlachtschiffe. 2 Monate, dann bist du fertig. Dann können wir euch in die Produktion geben, also in die Nachrüsterei. Sollte das passen? So, schauen wir mal. So, da gibt es wieder
Eine Menge Kriege, wird nur noch gehauen, noch hingehauen. Müssen ein bisschen Geld sparen, okay, dann rüsten wir halt ein weniger nach. Habe ich so verstanden. Komm, dann gehst du erstmal in Pause, Radetzky. Oh, knapp. Also noch einen zweiten in Pause schicken. Die siegreich, komm. Na, jetzt aber. So, die deutschen Torpedoboote sind gebaut. Okay, ein Spion wurde von uns in die Flucht geschlagen, hat was mitgebracht. Was haben wir denn noch? Komm, wir verbieten es, dass da gefeiert wird. Viermal Large. Oh, vierer Centerline, okay. Okay, längere Geschützrohre. Portugal möchte ein Unsinkbar haben. Kaufen so viele Unsinkbare. Na komm, eins kriegst du noch. Und dann können wir noch einen in die Nachbesserung schicken. Mach noch ein bisschen Plus. Wie ist es mit dem? Wir sehen ein bisschen zu viel, aber nicht so schlimm. Sowjetunion, wir wollen Freunde werden. Geben ab. Bin mal gespannt, wann wir die U-Boote hinkriegen. Komm. Komm, komm, komm. U-Boote. So. So, einige von unseren Industrialisten wollen in den Persischen Reich in die Schiffswaffen investieren. Nee, 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 nee. Ne? Oh. Nee, wir würden gegenseitiges investieren. Würde unser Marinebudget um 1% heben, die nationale Einkommen. Ja, das finde ich besser. Klack. Kommen Point Ballistic Cap, neue Granaten erfunden, okay. Was sagt die Forschung? Einen Monat gibt es das bei den U-Booten, okay. Wir wollen immer noch 6 Schiffe, müssen wir. Jahre 1907. Sowjetunion. Kerosinmotoren für U-Boote. Nein, wir bauen erstmal keine weiteren Auftragsschiffe. Wir sind nämlich mit dem Bau aus. 7 Monate. Unser Einkommen geben uns ein weiteres. Dann können wir alle anderen fortsetzen. Wir sind mit den Auftragsbauten aus. 16 Monate, naja gut, okay. Sobald unsere Werften 4 Monate, dann ist die Komet fertig. Wir nehmen erstmal keine Bauten an. 257.000 Tonnen. Nehmen ab. Und dann designen wir trotzdem einfach mal so gut wie es geht.
So, dann gehen wir mal ins Schiffdesign. Neues Design. Wir nehmen unser. Das gefällt mir nicht. Wieso gefällt es mir nicht? Ja, komm, haben wir ihn jetzt mit dem Schornstein? Ne, ne. Können hier nichts vernünftig designen, dann lassen wir das. Die Technologie. Machen wir dann auch gleich. Okay, also neues Design. Torpedobootzerstörer. Was brauchen wir? Wir brauchen mindestens einen Hauptturm. Wir brauchen einen Hauptturm. Nehmen wir mal den besten. Dann brauchen wir einen Zweitwaffenturm. Hier haben wir hinten einen. Brauchen wir einen zweiten? Da haben wir den einen. So, dann brauchen wir einen Schornstein. Maschine, Matte. Einmal die beste. Hilfsmaschinen brauchst du, glaube ich, nicht. Oder das war's. So, Panzerung. Minen. Finde ich gut. Minenlegender Zerstörer. Bisschen Panzerung, ja. Ja. Ja, aber Krupp-Panzerung. So, Maschineneffizienz hat er kein. Keine. %13, 0,8. 60%. So weit wie noch, so möglich nach hinten. So. Braucht man Hauptgeschütz? Was ist das Beste? 4,8%. 8,4. Hauptgeschütz. Kriegst du ein. Okay. Torpedos. Doppelte. Bist leicht übergewichtig. Der würde gehen. Maschineneffizienz 91%, Gewichtsüberschuss 7. Er ja, ist nicht schön, aber gut. Haben wir was mit Torpedos? Torpedos? Höhere. Würde Torpedo. Werfergewicht erhöhen. Die Standardmunition. Fünft und trotzdem zu viel. Ganz normal, ganz normal. Schnelle Torpedos. Schnelle Torpedos. Standard-Torpedos. Ein Rangefinder. Rangefinder brauchst du nicht so wirklich. Ach komm. Sollst du auch was treffen? Soll auch Minen räumen. Okay. Komm mal, mein Deck. Brauchst du nicht. Senkt bloß Kosten bei der Panzerung.
Aber nicht wirklich Gewicht, okay. Komm, kriegst du überall einen Zoll. Main Build, der Vierer, da kommt 4. 4 ist Deck. 04. Komm, nochmal 05. Vorderdeck 05, Afterdeck 05. Soll passen. So. Wir müssen irgendwo 50 Tonnen rausschlagen. Du wiegst 15 Tonnen. Anti-Flutung brauchst du nicht. Einzelhülle reicht. Kupp-Armor ist auch in Ordnung. Welches Ruder? Wo können wir da noch ein paar Tonnen? Eine Tonne im Ruder. Hilfsmaschine hast du nicht. Wie wäre es, wenn wir auf 28 Knoten gehen? Würde genau passen. Dann nehmen wir ein bisschen Panzerung noch raus. Jetzt. Okay. Das ist die Marderkatze. Marderkatze 2. Nicht schön, gefällt mir nicht wirklich, aber sobald es geht, bauen wir auch Marderkatzen 2. Marderkatze. So, gucken wir uns mal die Flotte an. In 6 Monate, dann haben wir die ersten nächsten fertig. Kriegen wir alles hin. Was passiert? Jetzt ziehen wir auch durch. Bis wieder. Wir machen eine offizielle Meckerei bei den Briten. Also Fischermann. Okay. Das ignorieren wir. Hinterhalttaktiken. Okay. Schön, dass wir das erforscht haben. Ein Budget von 3 Millionen über, sehr schön. Das waren zwei unserer drei, sechs. Okay, kleinere Geschütze. Nein, wir haben ja gesagt, wir brauchen erstmal keine. Oh, ist Frieden geschlossen worden, war von allen Seiten. Okay. Oh, er wurde ausgetauscht. Der von den Italienern. So, wie sieht es denn hier aus jetzt? Sowjetunion. Sowjetunion ist immer noch unser großer Punkt. Okay. Unser Budget steigt massiv. Ach, wir haben gerade ein Schiff fertiggestellt. Sehr schön. Chinesen und USA führen Krieg. Und haben schon ordentlich reingehauen. Ja, haben wir ordentlich Schiffe gebaut. Okay, 2.500 Tonnen schwerer Kreuzer. Okay. Der Ukraine! Oh, diesmal haben wir es geschafft. Grenzverschiebung, gut.
Das müssen wir uns soweit und so gut stellen, weil ansonsten nämlich, wir wissen es, natürlich wieder irgendwas passieren wird Richtung irgendwelche komischen Sachen. Die USA mögen uns nicht. USA, okay. Komm. So, nicht Ship Design, ich wollte eine Flotte. 2 Monate die nächsten. Wie ist mit den Bauzeiten aus? 24 und 6. 24 und 6. Das müsste sich gleich erheblich erhöhen. Gott, da haben sie alle viel entdeckt. Nach 6 Millionen pro Runde. Na gut, war wieder ein paar. Okay, Sowjetunion. Ne, ne. Okay. Gucken wir mal. Gemacht. Mal gucken. Ja, britische Imperium hat schon wieder ein Spion von uns geschnappt. Sag ich mir nur 60 Millionen. Okay, das war ein Chinese. Klack, nein, nein. Quatsch, da wollen wir in den USA, ja, wollen wir befrieden. So, unsere Finanzen können wir voll auf Forschung gehen. Haben wir noch ein bisschen 3 Millionen übrig. 96.000 Tonnen bauen wir. Flotte. Wie sieht es aus? 3 Monate. 3 Monate, okay. 3 Monate noch. Und dann bauen wir die neuen Marderkatzen. Die Minen legen können, das finde ich gut. Minen legen können und Minen räumen können. Das ist eigentlich so der Ersatz für die Quasso. Verbesserte Geschütznachladezeit. Nein, wir sparen nochmal. Bei den Vereinigten Staaten haben wir uns geeinigt. Oh, gut, ich wollte nicht. Italiener, gut, so schnell geklickt. Wir bauen 5 Schlachtschiffe, okay. So. Politik ist Sowjetunion. So, meine Flotte. Was bauen wir? Der ist nächste Runde fertig. Zwei andere Schlachtschiffe sind nächste Runde fertig. Dann können wir die Marderkatzen auflegen. Und wir bräuchten eigentlich auch nochmal 2 Schlachtschiffe. Für mindestens 15. Oh, es ist eine Krise in Papua. Oh Gott, militärische Krise. Könnt unseren Diplomaten schicken. Mindestens 5 Pro. Okay. Dann schicken wir die wieso nach Papua. Mein Gott, minus 40 Millionen. Wir haben genügend Geld. Und Papua mag uns nicht. Och, niedlich. Komm, jetzt kann ja auch Marderkatzen gebaut werden. So, wie sieht's aus? Finanzen. Wir haben Schiffraum. Wir haben ein paar Marderkatzen. Marderkatze hat wie viele Tonnen? 750 Tonnen. Wir können erstmal, Moment, 750 Tonnen, 15 Marderkatzen bauen. Typschiff und natürlich. Na komm, was ist? Wo ist es? Oh, können wir nochmal 6 Marderkatzen dazu packen? Dann haben wir. Na, machen wir 20 Marderkatzen erstmal. Oh, nee, das waren die alten Marderkatzen, ne?
Deutschland Auto, alte Marderkatzen? Nee. Ich brauche neue Marderkatzen, sehr schön. Marderkatze 2. Die ist was fertig, das fertig. So, und Sinkbarklasse für Portugal. Achso, wir bauen ja noch Schlachtschiffe für uns. Ah, 31 Monate? Brauchen wir lange. Und eine ganze Menge Marderkatzen. Wie sieht's aus mit dem. Ah, okay. Das weiß ich, was passiert ist. Flotte. Okay, nee, die scrappen wir. Wir wollten ja 5 Marderkatzen bauen. So, jetzt sollte das hinhauen, ne? Okay, 20 Marderkatzen werden gebastelt. Ist mit den Bauschritten aus. Normaler Katze braucht 7 Monate, sehr schön. Und die anderen 4 Monate haben wir nochmal ein Schlachtschiff fertig. Das wird ordentlich Luft schaffen. Gut. Dann abgeben. 23 Zerstörer am Bau, 20 für uns. Wir machen noch Plus. Torpedo. Aha, minus 5% Torpedo. Da ein paar Marderkatzen aufbauen. Marderkatzen immer. Dann haben wir bald unsere eigenen Zerstörer. Also Torpedobohrer-Zerstörer. Ich bin von den Design. Oh. Gewichtskontrolle. Oh, sehr schön. Minus 2,5 Produktionszeit für Schiffe. Ja, noch ein paar Marderkatzen. So, Politik, Sowjetunion. Wie sieht es bei der Forschung aus? 1 Monat, dann haben wir nochmal Atommechanismen. 4 Monate. Also wir spielen noch, bis wir nächste U-Boot-Forschung durchhaben. Die 4 Monate machen wir noch. Und dann. Wir haben 30 Schlachtschiffe. Verbesserte Geschützrohre, okay. Ja, Marderkatzen können wir immer bauen. Monatliches Budget minus 25.000. Komm, gehen wir mal runter. 13.000. Passt. Da haben wir die ersten Schiffe ausgeliefert. Werden immer mehr Marderkatzen gebaut. Das ist der heiße Shit unserer Waffenhändler. Malaysia, okay. Da haben wir wieder neue Geschützturmgeschichten. Da kommt noch eine Marderkatze. Syrien möchte eine Marderkatze haben. Da kommt Marderkatze Christo. Syrien. So, ein Schlachtschiff wird noch gebaut. Erste Marderkatzen müssten bald in Dienst kommen. Synchronisierte Feuerkontrolle. Diese Maschinen für U-Boote. So, wie sieht's aus? Wir haben Bauraum. Wir können also 2 Schlachtschiffe bauen. Und noch Schiffe refitten? Nee. Also wir bauen 2 Standard-Unsinkbars. Das
zwei Standard Unsinkbares. Dann haben wir knapp die Tonnage gesprengt. Nee, aber hier sieht es aus mit. Genau. Erste Serie Marderkatzenzerstörer wird bald in Dienst gehen. 2 Jahre. Na, nicht schlimm. Komm, das genießen wir noch. Die erste Serie Marderkatzen, die in Dienst gehen. Danach können wir einmal die Forschung nochmal umstellen. Wir haben schon wieder 200 Millionen. Oh, yo, yo. Komm, noch eine Marderkatze. Da haben wir eine ganze Menge Marderkatzen fertiggestellt. Können wir nochmal drei Kreuzer bauen? Bessere Geschütze. Hier noch mehr Marderkatzen, noch mehr Marderkatzen. Oh, jeder will Marderkatzen haben. Sowjetunion. Wir wollen Freunde sein. Komm. So, wir bauen zwei Schlachtschiffe für uns selbst. Dann hätten wir. Dann bauen wir nochmal drei Kreuzer. Drei Bojacks. Und die Quaso-Kreuzer löschen wir. Weil das wird die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ist einen vernünftigen Quaso-Kreuzer zu bauen, weil die Marderkatzen legen die Minen. Wir haben 100 Minen, während die Quasos 75 Minen liegen. Okay. Quaso-Klasse wird gelöscht. So, was sagt unser Bau? Unser Bau sagt, wir sind leicht drüber. Und dann bauen wir nochmal. Die glorreiche in 5 Monaten fertig. Wie viele Marderkatzen hätten wir jetzt? Komm, wir bauen. Nee, 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 nee. Wir bauen nochmal 30 Marderkatzen. Dann haben wir knapp 50 Stück. Das passt von der Tonnage, vom Bau auch, vom Geld. 10 Millionen. In Ordnung. Da nehmen wir raus. Ich möchte hier bei den Rangefindern was haben. Und bei den Maschinen. Bei den U-Booten 13%. Und das machen wir noch ein Abschlussdrückerchen. Oh, schon wieder überzogen. Mein Gott, aber momentan macht das auch so einen Spaß. So, wir sind gerade am Bauen. Wir bauen gerade drei Schlachtschiffe. 56 Marderkatzen. Oh, Mark 3, 12 Zoll Geschütze. Seitdem haben wir uns ein bisschen verbessert. So, dann gehen wir auf die USA nochmal. So, dann gehen wir hier auf. Wie viele Tonnen müssen wir bauen? Ich will erstmal 60.000 Tonnen haben. 4.220 Tonnen. 4.220. 4.000. Dass es immer so unrund sein muss. Okay. Politik haben wir. Wir gucken nochmal bei der Forschung rein. 19%. Mit der Flotte aus. Was wird gebaut? 2 Monate kommen die nächsten Marderkatzen, die verscherbelt werden. Okay. Eine ganze Menge Marderkatzen für uns.
14 normale Malerkatzen haben wir gebaut. So. Schade, dass wir die ersten drei Malerkatzen, ersten zwei Malerkatzen abgeben mussten. Ah ne, da werden sie gebaut. Malerkatze 1, 2 und 3, die stehen noch im System drin. Wir wären aber Malerkatze 79, das hört sich schon mal gut an. Jo. Niederaltreich, Bamberg, okay. Ja, oh, und China gab es eine Revolution. Das ist ja lustig. Wie sieht es hier aus? Korea ist unabhängig. Die Japaner konnten nichts schnappen. Spanien hat hier ein bisschen was. Und Malaysia hat sich gar nicht schon ausgebreitet. In Afrika, ja, die Kolonien stehen größtenteils noch. Ohne dänische Flotte. Bestehend aus 6 Schlachtschiffen und einem leichten Kreuzer. Okay, Dänemark hat Schlachtschiffe. Schick. Hier sind die USA. Lass mal gucken, hat schon irgendeine U-Boote? Gucken wir mal. Nee, sieht nicht aus, ob einer schon U-Boote hat. Dann gucken wir uns mal die Flotten an. Wer hat die größten Flotten? Die USA haben eine Flotte von 450. Die Franzosen haben eine Flotte von 450 Schiffen. 35 Schlachtschiffe, 73 Kreuzer. Okay. Marinestärke 79% Rating. Also, Franzosen sind wohl die stärkste Flotte der Welt. Dann folgen die USA mit 342 Schiffen. 30 Schlachtschiffen. Dann kommen die Italiener mit 27%. Wow. Die haben auch ein Bauprogramm aufgelegt. Knapp 600.000 Tonnen. Okay. Britische Imperium 39. Wenig, relativ wenig Schlachtschiffe, Kreuzer. Die erholen sich so ein bisschen. 700.000 Tonnen. Russen müssen auf den Sack gekriegt haben im letzten Krieg. Dann die Japaner. Die haben 133 Schiffe. Sind auch nicht so doll. China hat 160 Schiffe mit 300.000 Tonnen. Dann kommen die Spanier mit 19 Schiffen. Oh Gott. Dann kommen wir. Wir haben 819.000 Tonnen. 176 Schiffe hätten wir. Okay. 62 bauen wir. Task Force ist 3. Aha. Das Deutsche Reich ist ganz schön runtergedrückt. Ist bei uns aus. 43 Millionen Einwohner. 600.000 Kolonisten, eine Armee von 200.000. Ja. So, wie sieht es mit Provinzen? Technologie, Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt. Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt. Technologie sind sie alle nicht so prall. Very advanced. Okay, die Franzosen haben extrem Vorsprung in Technologie. Aha. Gut. Aber das soll uns diesmal nicht stören. Das ist erstmal der Schluss für heute. Na dann, liebe Bürger Chartern, bis zum nächsten Mal.